Zuschauer fragten uns, warum schon mehrmals Hubschraubergeräusche in unserer Gegend zu hören waren. Wir machten uns auf die Suche und fanden den Grund. Damit die Übersäuerung der Waldböden verhindert wird, wirft ein Hubschrauber im Auftrag der Deutschen Heliforst GmbH den Kalk über den Wäldern unserer Region ab. Dabei ist am Hubschrauber in ca. 20 Metern Tiefe ein Kübel befestigt, sodass der Kalk an Ort und Stelle abgeworfen und verstreut werden kann. Warum genau das gemacht wird, wurde uns erklärt. Ich bin Forstdienstleister aus Warburg und stamme aus Thüringen und bin jetzt beauftragt, mit der FBG Dürrbachgrund die Waldbesitzer oder die Waldflächen der Waldbesitzer der FBG Dürrbachgrund kalken zu lassen. Meine Aufgabe ist es als Dienstleister, die ganzen Daten oder Kalkungswürdigkeit festzustellen, mit den GIS-Daten zu arbeiten, die Ausschlussflächen von Gotha vom Forst zu verschneiden und damit die Kalkungsflächen rauszuarbeiten. Die ganze Planung des Projektes obliegt in meiner Hand. Also ich mache die Antragstellung für die FBG, unterstütze sie damit. Und die Förderung ist über 100% inklusive Umsatzsteuer. Und die FBG kalkt die Flächen seiner Mitglieder. Welche Waldbesitzer nicht in der FBG sind und Interesse haben, ihren Wald kalken zu lassen, sollten dann doch in die FBG eintreten. Und es sieht so aus, dass es in den 80er Jahren begann mit dem Waldsterben. Und es ist ziemlich schwierig, das Thema über so lange Zeit, wie es präsent ist, oder jetzt immer noch präsent ist, mit dem Klimawandel aufrechtzuerhalten. Und Sinn der ganzen Kalkungsaktion ist es, es werden 3 Tonnen je Hektar Wald ausgebracht mit Hubschrauber. Es ist kohlensaurer Magnesiumkalk, auch Dolomit genannt, der dann in den Boden, also mit dem Hubschrauber ausgebracht wird und in den Boden eindringt und die alten Säureeinträge abpuffert und neue Säureeinträge auch abpuffert. Sinn der ganzen Geschichte ist es, das Bodenlebewesen und auch die Bodenfauna und Flora wieder zu verbessern, das Feinwurzelsystem der Bäume auch zu verbessern und zu erhalten. Denn gerade bei den letzten trockenen Jahren ist es so, dass das Feinwurzelsystem der Bäume erheblich leidet. Und dadurch ist es so, dass die Bäume auch erheblich mehr unter Trockenstress leiden, weil die durch das geschädigte Feinwurzelsystem auch nicht mehr so viel Wasser aufnehmen können und auch die Bäume sich nicht mehr so gut festhalten können im Boden und dadurch gegen Sturm anfälliger sind. Aber was genau wird da ausgestreut? Ob es auch die richtige Zusammensetzung hat, prüft ein weiterer Mitarbeiter. Ich bin hier, um eine amtliche Düngemittelverkehrskontrolle zu machen. Die Forstbetriebsgemeinschaft führt hier eine Waldkalkung durch. Und ich bin Außendienst bei der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft und ländlichen Raum Jena. Und ich mache die Probenahme von dem Kalk und die nehme ich dann mit nach Jena. Und der wird in unserem Labor untersucht auf Calciumcarbonat und Magnesiumcarbonatgehalt. Und da geht es darum, dass die Werte stimmen, die deklariert sind, damit auch die richtige Menge zur Gesunderhaltung oder Gesundkalkung hier für den Wald erfolgen kann. Bei der Deutschen Heliforst GmbH fragten wir nach, seit wann sie hier in der Region sind und wann die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sind. Wir, die Deutsche Heliforst, wurden von der FBG Dürrbachgrund beauftragt, die Kalkungsmaßnahme hier durchzuführen in Pößneck. Wir sind seit 1992 Dienstleister in der Bodenschutzkalkung und seit 1996 mit der Stadt Pößneck verbunden. Wir haben die Maßnahme jetzt am 1.3. begonnen und planen die Maßnahme am Freitag, den 12.3. vorbehaltlich der Witterung abzuschließen. Wir sind europaweit tätig und freuen uns hier regional in Pößneck, mit einer Stadt, mit der wir uns sehr verbunden fühlen, arbeiten zu dürfen. Wir wünschen schönes Wetter und guten Flug, damit unser Wald weiterhin erhalten bleibt.